Moin, moin und willkommen in der Dunkelkammer von The Infected. Ich habe jetzt schon einige Stunden in der Nacht hier verbracht und habe Steine eingeschmolzen. Unser Mike bringt diese Steine einfach viel schneller ran, als ich sie überhaupt verbraten kriege. Ich habe jetzt hier auch einfach mal ein paar Eisensachen vorbereitet. Wir werden jetzt die Nacht aber einmal schlafen müssen. Also letztendlich, das ist schon ziemlich geil. Wir überlegen, ernsthaft einen zweiten Ofen hinzustellen, nur damit ich die Sachen schneller verarbeitet kriege. Aber letztendlich bin ich mir noch gar nicht sicher, ob wir es nötig haben, so viele Sachen zu verarbeiten. Ja, hau bloß ab, du komischer Waschbär. So. Wir werden jetzt ein paar Eisenbrocken einschmelzen und dann die Nägel daraus fertigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ja, gut. Wir haben hier allein das Material für 30 Eisenbarren, habe ich jetzt hier vorbereitet. Auch so schon. Würde ich schon als geil betitulieren, ne? Wir brauchen ein bisschen, bis die jetzt fertig sind, aber dann machen wir uns Nägel. Ich guck mal, ob wir Nägel noch da haben. Ach, oh, wir können damit ein Beet machen, tatsächlich. Oh, komm. Lass uns doch mal ein Beet angucken. So. Hey. Nehmen wir doch das. Einfach nur Saft hinzufügen. Okay. Hab noch gar nicht gecheckt, was wir überhaupt für Beete haben. Also, wie viele... Haben wir denn? Fangen wir mal mit Wassermelone an. Ich finde Wassermelone ist doch mal ganz geil. Haben wir? Wassermelone, okay. Dann zähle ich mal gleich unsere Beete. Wasser hinzufügen. Hundert Wasser passen rein. Okay, das war's? Nur Wasser und Saat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist ja eine ungerade Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, wir haben 13 Beete. Insgesamt würde ich sie gerne auf 2 aufteilen. Also hier Wassermelone. Wir haben noch, glaube ich, 2 verschiedene Melonentypen. Kürbisse noch. Ich glaube, wir kriegen einfach alles auf mindestens zwei Felder angebaut. Das ist ganz gut. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm, machen wir daraus einfach 100 Nägel. Okay, Beete. Geil. Das ist jetzt für alle gereicht. Haben noch 4 über. Oh, cool. Fast eine Punktlandung. Mache ich hier aber nochmal Wassermelone. Und Wasser. Heißt für mich aber, ich müsste mir Wasser besorgen. Beziehungsweise, da hatte ich doch das Wasserhaus nochmal in Verdacht, dass wir da vielleicht was Sinnvolles mitmachen können. Dann können wir zumindest schon mal aus dem Wasser ein Wasser holen. Das wäre natürlich eine Option. Ist das Regenauffangding sauberes Wasser? Schmutzig. Wozu habe ich denn das Auffangding, wenn es eh schmutziges Wasser ist? Und auch irgendwie... Unser ganzer Speck ist verkammelt. Ah, passiert. Ein paar mehr Barren hier. So. Wir haben Eisenbarren auf Lager. Ich bin begeistert. Erze haben wir nur noch 2 Eisenerz. Würde ich auch erstmal so lassen. Unser Stahlregal ist noch nicht voll. Das wird durchgezogen. Das läuft da fleißig vor sich hin. Dann gucken wir doch mal
Erstmal was unsere Elektrik angeht. Ich habe ja oben Photovoltaik angezeichnet und... Oh, habt ihr auch ein Windrad angemalt? Nee, ne? Erstmal hier, das brauche ich. Eisen, Alu, Kupfer, Kobalt. Eisen, Alu, Kupfer, Kobalt. Ah, scharf überladen. Ich glaube, ich habe auch irgendwie... Ich habe ein bisschen mehr mitgenommen als Not tut. Ist ja erstmal egal. So, schon wieder ein bisschen Platz. Da ein bisschen Platz. Warum speichern wir die mal raus? Ich brauche eine Pflanzenfasernkiste. Ich glaube, ich brauche sie nicht mal, aber ich hätte sie gerne. So, hier. Gucken wir uns das Ganze nochmal an, ne? Machst du jetzt Strom? Mach die Batterie nochmal fertig. Blei, Alu, Kupfer. Blei, Alu, Kupfer. Warte, wie viele jeweils? Elektrikteile. Ob die Batterie sich einfach lädt und ich da was sehen kann. Ah, hab die Elektrikteile vergessen. Natürlich tut es das nicht. So, Elektrik. Irgendwas fehlt mir noch. Kabelmast? Ja, okay. Das glaube ich nicht. Batterie haben wir? Was haben wir? Noch ein Erzeuger wird es nicht sein. Bedienfeld. Zentraler Knotenpunkt für alle Strominfos und Verteilerkästen. Ah. Machen wir das doch mal so. Zwei Kupfer, ein Kobalt. Zwei Kupfer, ein Kobalt. Und ein paar Schräubchen. Unser Kupfer ist schon wieder leer. Ich habe fast nichts gemacht. Okay, gespeicherter Strom. Krasse, das funktioniert schon mal. Hört sich so... Ja, geil, komm. Zweiter Akku, zweiter Akku. Zwei Kupfer, drei Alu. Jetzt habe ich Blut geleckt. 3, 3, 4, 5. Komm, komm, komm. Okay, okay, okay. 2000 haben wir... Nice. Ey, wir haben Strom. Oh, ist ja geil. Okay. Wollen wir noch ein Solarmodul machen? Wir können ja noch ein paar mehr anzeichnen. Okay, da haben wir nämlich eine To-Do-Liste. Bauen, platzierbar, Strom. So rein fürs Protokoll würde ich die ja am liebsten tatsächlich hier so alle dran haben. Natürlich schon ein bisschen teuer. Was ist ja wichtig. Sie ist auch. Alter! Das Problem an den Dingern ist eigentlich die Kosten für den Kupfer.
Nee, die werde ich doch niemals alle bauen. Also ich. Wir werden das Projekt wahrscheinlich so gar nicht durchziehen. Glaube ich jedenfalls nicht, das wäre auch echt ein bisschen heftig. Aber es ist trotzdem cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Naja, 35 Eisenbahnen sind kein Problem. 35 Alubarren machbar. Kupfer ist eher das Problem. Kobalt kriegen wir auch relativ gut. Okay, aber das muss ja jetzt nicht so sein. Einfach aus Prinzip würde ich auch nochmal Windrad anzeichnen. Ah. Vielleicht doch auf die andere Seite? Oder so könnten wir natürlich eine richtig schöne Stromerzeugerei haben. Warte mal, ich nehme die da mal wieder weg. Pack die mal dahin. Zehn Alubarren. Oh. Ich lasse das einfach mal so stehen. Das Wasserhaus würde mich nochmal interessieren. Bauen. Wann kann ich nämlich noch das Wasserhahn benutzen? Benötigter Strom 100. Material. Gar nicht so schlimm. Nochmal vier Elektrikteile. Okay. Machen wir das doch mal Alubarren. 10 Stück. Das könnte das größere Problem sein. Nach 6, 7, 8, 9, 10. Als ob. Ist ja geil. Und ich laufe natürlich den weitesten Weg auf. 12 Voltschalter, 25 Bretter. 2, 3. Ausdauer. Jetzt. 1, 2, 3. Wasser. Okay. Ich glaube aber, unsere Metallvorräte sind jetzt ganz schön lediert. So. Okay. Ich trink mal was. Mutz. Mutz. Oh, ich habe das Wasser aus jetzt dran. Kann ich jetzt vielleicht einfach was aus dem Wasserhahn ziehen? So.
muss eingeschaltet sein. Warte mal. Wie mache ich das denn? Warte, ich habe hier, glaube ich, was sauberes Wasser drin, ne? Jo. Bevor wir jetzt hier verdursten. Okay, fehlt uns noch was? Jetzt wird es ja so spannend. Strom? Verteilerkasten. Steuert elektrische? Ah, okay, da haben wir doch was. Verteilerkasten, machen wir den nochmal daneben. So. Zwei Kupfer, zwei Kobalt. Nee. Uns fehlt ein Kupfer. Ist nicht wahr. Naja, da müssen wir wohl jetzt nochmal schnell unsere Erze holen. Gut zu wissen. Hey, geil. Oh, ich muss mal ganz kurz den Biotreibstoff mitnehmen. Da. Ist noch nicht wieder voll. Okay, also ich will heute irgendwann mal was mit Strom sehen. Na, ich habe den Eingang zu seinem Rathaus noch nicht wieder neu gebaut. Scheint ihn da auch nicht zu stören. Perfekt. Kommen wir hier runter. Dann machen wir einmal Vollgas durch die Seen. Ist auch schon wieder zwei Folgen her, dass wir da waren, ne? Das heißt, es könnte sich ja sogar richtig lohnen. Weil die Nacht, die ich hier so verbracht habe. Natürlich sind gerade unsere Nährstoffe nicht ganz so optimal, aber passt schon. Na, festgesetzt? Nee, nicht. Sprit ist leer, glaube ich. Und jetzt komme ich hier nicht raus. Ganz toll. Das habe ich verkackt. Müsste mich nur einmal wieder richtig hinstellen, glaube ich. Also ich habe eben gesehen, dass es geht. Dann nehmen wir mal eine Kiste mit. Sprit ist leer. Cool. So, Kupfer. Wir waren über 110 Minuten nicht mehr hier. Wow. Das ist heftig. Heißt aber, dass wir schön was bauen können. Einer ab. Einer ab. Einer ab.
Ich hatte gerade schon Angst, ich war am falschen dran hier. Wow! Nett. Auch einiges an Kupfer bei. Also ich glaube, ich würde den auch auf Kupfer stehen lassen, die beiden hier. Unfassbar. Die mal. Machen wir hier. So, jetzt müsste ich eigentlich mein Gewicht auf 75 reduzieren. Im besten Fall, Steine sind ja mittlerweile irgendwie nichts mehr wert. 74,4, perfekt. Ja, dann jetzt müssen wir den Chuck wohl hier stehen lassen. Oh, herrlich. Hab ich... Ja, ich hab's nachgefüllt. Gut, dann geht's zu Fuß zurück. Aber dann haben wir auch genug Sachen, um damit zu basteln. Also natürlich ist das Kupfer mit am wichtigsten. Weil ich glaube, ja, es fehlt da ein Kupferbahn, damit wir diese verteilt. Ich würde gerne das Wasserhaus schaffen, einzuschalten. Am liebsten noch diese Folge, aber wenn ich da jetzt zu Fuß hochschleiche, kann das ja noch mal ein bisschen dauern. Ich würde mal sagen, ich nehme euch mal kurz raus und hoffe, dass das alles klappen wird. Da bin ich wieder. Wir sind auch schon wieder fast zu Hause. Ich werde hier mal kurz zwischenlagern, nicht, dass noch was richtig schief geht. Wir sind ein bisschen ausgehungert, ein bisschen ausgedurstet, wie auch immer. Wir haben ganz schön viele Probleme. Also, naja, wir hatten es schon schlimmer. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Aber jetzt so im Moment ist halt trotzdem doof. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir mal 10 Kupfer. So, machen den einmal wieder an. Sortieren hier mal die Erze ein. Alu, 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 Alu. Komm, machen wir mal ein bisschen Ordnung rein. Alu, 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 Alu. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Wow. Dann mache ich hier einfach nur Kupfer. Nice. Also, wir waren schon sehr lange nicht mehr da. Ich feiere es total, dass diese Dinge einfach, also die Erzextraktoren da nebenbei so super entspannt weiterlaufen. Ist total geil. Guck, was macht denn unsere... Wasser ist leer. Kann die mit Schmutzwasser? Boah, Schmutzwasser geht auch. Entspannt. Konnte ich hier nicht auch Mike sagen, dass er sich um die Felder kümmern? Gießt er die dann auch? Also das Reparieren einfach mal komplett außen vor und sagen, hier, kümmere dich mal um die Felder, wenn die anderen Sachen fertig sind. Bitte. Okay. Kann natürlich sein, dass er jetzt gerade ein bisschen Rucksch ist, weil er wahrscheinlich noch nicht das Essen hat, was Neues. Ich habe insgesamt 30 Kupferbarren danach. Cool. Gefällt mir. So, dann machen wir das Ding mal an hier. Verbunden. Nix. Ist das jetzt der Moment, wo ich Kabel brauche? Oh Gott, brauche ich über 7 Days so ein Kabelverlegetool oder so? Ich glaube, ich hätte mal Bock, mir eine Armbrust zu machen. Fällt mir gerade so auf. Also scheiß auf einen Bogen. Eine Armbrust klingt gut. Gute. Kabeltool. Irgendwas, was Kabeltool heißt?
Wird für die Verwendung, Konstruktion und zum Verlegen von Kabel, Verbesserungswerkzeug, Stock und Eisenbarren. Stock. Eisenbarren. Werkbank. Ich nehme mal Kabel mit. Ich muss das so rum machen. Fundiert mich hier runter? Okay. Was? Hallo, leer, glaube ich. Jetzt hier? Ja, geil. Das läuft natürlich gerade leer. Okay, ich guck mal kurz, ob das oben zufällig auch schon Beete mit versorgen kann. Kürbis, Gurke, Mais, Melone. Okay, machen wir mal so. So, du? Aber nicht. Egal, warte, mache ich hier das Wassermelone, mache ich hier normale Melone. Aber ich kann mir ja das Wasser entspannt rausholen. Achso, Moment. Hier an mit anderen Sachen. Also wir haben Melone fertig. Da machen wir jetzt hier mal Kürbis. Machen wir in die Ecken, aber sieht es ein bisschen cooler aus. Ich gebe zu, ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass das Wasser aus mir hilft beim Versorgen der Felder. Ich will Wasser holen. Also das ist ja geil. Also hier, dass ich hier direkt sauberes Wasser aus dem Hahn bekomme. Das gefällt mir ganz gut. Das heißt, der ganze Aufwand hat sich schon mal gelohnt eigentlich. Ja, machen wir hier auch nochmal Kürbis. Und Kürbis finde ich ganz cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir dann noch. Gurke und Mais. Ah, Zwiebel und Kartoffel habe ich jetzt vergessen. Gurke. Gurke. Mais. Das Waschbecken auch mit hochnehmen, dann brauche ich nicht so viel laufen. Du bist voll, voll. Die goldene Mitte wird
Guck mal nach Kartoffel oder Zwiebel. Ich könnte das Waschbecken in die Mitte stellen. Oh, Moment mal. Dann stelle ich das oben. Machen wir es erstmal aus der Küche raus, dann habe ich es einfacher hier oben. Auch noch Platz. So. Dann würde ich allerdings hier auch nochmal ein weiteres Beet anzeichnen. Baum platzierbar. Essen. Beet. Acht Nägel, acht Bretter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Vielleicht sollte ich hier mal ausmachen. Aber nett, dass wir das so haben. Hier, Kupfer. So. Eisen. Herstellen. So, Nägel. Kartoffeln und Zwiebeln. Brauchen wir noch. Ist davon noch was? Zwiebel und Kartoffel. Natürlich auch gerne jeweils zwei Stück von, aber das habe ich jetzt hier natürlich mit den Kürbissen ein bisschen vergeigt. Aber erstmal hier Zwiebel. Kartoffel. Wasser. Nice! Muss man nachfüllen. Brauchst ja nichts mehr. Nice. Okay, die Sachen laufen dann. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich den ganzen Feld jetzt hier von Hand irgendwie ein bisschen betreiben muss. Aber ich kann den Strom ja sparen. Ich kann ja erstmal wieder volllaufen. Das ist ja relativ egal. Metallherd. Ja, wir könnten uns noch mal ein paar Sachen. Können wir mal endlich gutes Essen machen? Können wir gerne mal mit den Angriff nehmen. Aber ich bin eigentlich schon mal sehr, sehr zufrieden wieder mit dem, wie wir das heute eigentlich geschafft haben. Auch wenn, ich muss mal gucken. Ich habe so im Kopf, dass ich das Ding irgendwie bewässern ließ. Oh, hier auch Sprinkleranlage oder sowas zwischen ist oder irgendwas, was das so beschreibt. Automatische Bewässerung, wenn ein Wasserhaus in der Nähe ist. Das nicht in der Nähe genug? Ich das vielleicht auf dem Fundament stellen, damit es näher dran ist? Ist das jetzt näher dran?
Jo! Okay, da war es gleich, keine Ahnung, 10 cm zu weit weg. Nice! Da machen wir wieder aus, damit der Strom hier geladen werden kann. Aber ich würde mal sagen, das läuft doch wieder richtig klasse hier. Also ich bin sehr zufrieden. Wir haben zwar irgendwie nur ein Solarpanel, aber funktioniert, passt, ich bin zufrieden. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal mit ein bisschen Schmelzen beschäftigen. Also ich müsste auch das Auto nochmal holen. Ja, es gibt so einige interessante Sachen zu tun. Wenn es gefallen hat, gern eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.